Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla hier, Zeichen Ragnaröks in Svartalfheim. So, cool, dass ich immer noch hier oben stehe. Ich habe ja nach der letzten Aufnahmesession ja gespeichert, heute geladen und stehe immer noch oben. Sonst kann es auch mal vorkommen, dass man irgendwo unten dann gespawnt wird, wenn man wieder das Spiel lädt. Nein, ich stehe immer noch hier oben, dann können wir heute die Aussicht nochmal genießen hier am Anfang des Videos und gleich gemeinsam hier runterspringen. So, wir sehen noch viele Dörfer da im Hintergrund auch, die wir noch erkunden können. Und da haben wir aber eine größere Stadt. Vielleicht gehe ich da mal hin. Schauen wir mal, was wir hier heute finden. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen neuen Folge hier. Okay, und runter geht's. Vorsicht. Der Axt. Ihr Dingsgriff. Oder Hammer. Hammerstiel. Da ist der nächste Absprungpunkt. Oh, guck mal, was hier liegt. Einfach mal ein Opal. Cool. Für Räder. Ich könnte nach da springen. Da ist ja auch ein Haufen. Oder nach da. Gehen wir da hin. Schade, dass es nicht so ein kompletter Fall ist nach da unten, sondern so mit so einer mit so einem Zwischenstopp. Schade. So ein richtig weiter Absprung wäre natürlich auch cool gewesen. So, Huga habe ich voll. Und durch die Synchronisation des Aussichtspunkts hat sich natürlich hier einiges aufgedeckt. Man sieht aber, das Gebiet wirkt jetzt hier auf der Karte doch ein bisschen kleiner, aber Reichtum habe ich erst ein von so vielen Balken, die da sind. Rätsel habe ich gesehen, das müsste dann hier in der Stadt sein, in Uldar. So heißt das Ganze. Das hier ist, glaube ich, ein mächtiger Feind und hier auch noch ein Artefakt. Schauen wir uns mal als erstes den mächtigen Feind an. Also so ein Symbol wie jetzt ein Söldner oder sowas. So. Und in Uldar, vielleicht in der Stadt gibt es, oder hier bei dem Zwergenunterschlupf, dass es da einen Händler gibt, dass ich das Reittier ändern kann. Dann müssen wir diesen Esel hier nicht mehr reiten. Okay, da haben wir es. Simaras erwählte Entdecker. Okay, das sind Elitekrieger von Sinmara, von der Ehefrau von Surt, von der Königin aus Muspelheim. Das sind ihre Elitetruppen. Na, dann wollen wir die nochmal dezimieren. Wow, der pariert. Auch eine Dame. Meine Flügel funktionieren wieder. Ups. Okay, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich da. Wow, schöner Effekt. Also sie blockt halt sehr gut mit dem Schild. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nicht unterschätzen. Lieber eine Kopfnuss geben. Das war keine Kopfnuss. Das ist eine Kopfnuss. Ist meine Nase blutig? Das kommt davon. Und die ist benommen. Also nochmal die Kombo hinterher. Und raus aus dem Feuer. Voll, jetzt brenne ich. Das reinigende Feuer! Welches denn? Oh, oh, oh. Sie hat sich geheilt! Am Arsch! Einfach geheilt! Raus da, raus da, raus da! Vielleicht kriege ich ihre Haltung nochmal weg mit einer Kopfnuss von hinten. Dann gibt es nämlich einen kritischen, wenn die Haltung erstmal durchbrochen ist. Okay, jetzt habe ich kein Adrenalin mehr. Nein, das unterbrechen wir diesmal. Keine flammende Heilung heute. Und da kommt der Betäubungsschlag. Das war's? Gib mir doch mal ordentlich. Okay, eine kommen. Ja, danke schön. Und jetzt gehst du down. Oder doch nicht.
Jetzt gehst du down. Grüß deine Königin von mir. In Helheim. Ah ne, die ist ja noch gar nicht da. Kommt vielleicht noch hin. Tod bestätigen. Guck mal, innen drin sind die fleißig. Keine Lava gesehen. Okay, Ramme, Simmaras Elten, was? Ah, guck mal. Stück der zerbrochenen Klinge. Leben der Funke mal 2. Und Rune der kritischen Niederschaft. Schlag. Die Texte sind heute so abgehackt. Aber schön. Schöner Kampf. Und das war erst die erste. Freue ich mich schon auf weitere von denen zu treffen hier. Gibt es da im Inventar ein Eintrag, wie viele noch auf mich warten? Nein, leider nicht. Nur ein Codex-Eintrag über die Gruppierungen. Und da werden die wahrscheinlich drin sein. Da. Es sind Sinmaras Erwählte. Wie der Name vermuten lässt, gehören Sinmaras Erwählte zu den furchterregendsten Krieger, welche die Allianz der Eis- und Feuerriesen zu bieten hat. Eisriesen können also auch dran vorkommen. Es ist wenig über diese Erwählten bekannt, die Svartalfheim auf der Suche nach ihrer Beute durchstreifen, vermutlich weil nur wenige, die sie zu Gesicht bekamen, lang genug überlebten, um etwas niederzuschreiben. Das ist ja meistens so. Okay. Sehr cool. Okay, dann holen wir uns das nächste hier. Hier in das Dorf reite ich, glaube ich, dann nach. Ausgrabungsstätte von Vorn Nammer. Ja, auch der nächste Aussichtspunkt. So, wir werden sowieso überall mal sein. Wir stehen ja noch gerade am Anfang von dem großen DLC hier. Aber der soll viel, 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 viel länger gehen als die bisherigen von Valhalla. Okay, hier hat jemand aber ganz schön viele Tiere abgeschlachtet. Und da unten ist die Schriftrolle. Ein Wolf. Geisterwölfe. Die kenne ich. Die habe ich schon mal gesehen. In Asgard. Odin wollte ja, dass alle Wölfe in Asgard getötet werden. Okay, die sind weg. Ich habe hier es gibt ja neue Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Ich habe da gar nicht so viel rumgefummelt. Ich habe einmal gesagt, dass also standardmäßig wären die Gegner immer niedriger. Das fand ich aber zu langweilig und habe halt eingestellt, dass die Gegner immer mindestens genauso stark sind wie man selbst. Aber da merkt man nicht so viel von hier. Stufenskalierung, hier konstant habe ich nämlich gestellt. Für diejenigen, die ständig herausgefordert werden wollen, Gegner sind immer mindestens auf deiner eigenen Stufe. Man kann die auch noch höher stellen, aber ich dachte hier, wenn da schon steht, ständige Herausforderungen sind immer so stark wie ich oder auch immer auf der gleichen Stufe, ist bisher noch so, ne. Ich bin zu stark für meine eigene Stufe. Kosmetisches Entwurf enthalten. Eine Tätowierung oder Frisur? Ragnarök Kopf. Also ist es eine Tätowierung. Okay. Schade, ich dachte, wir kriegen hier auch nochmal eine Frisur. Hatte in dem Trailer, den man mal gesehen hat von Ragnarök, hatte sie doch, oder er, der gute Javi, eine andere Frisur. Die habe ich bisher noch nicht gefunden bei Händlern oder so. Die Zuflucht muss nahe sein. Ja. Habe ich schon ein Zeichen gesehen? Oh, oh, Schweine. Die Zuflucht wird jetzt nicht mehr angezeigt, weil ich schon so nah bin. Ich denke mal mehr Richtung Berg, oder? Wo hat sie das denn hier gesehen? Bei dem Wagen? Ist hier ein Zeichen dran? Nö. Sonst war doch immer so ein Zeichen dran. Ich reite mal geradeaus da hoch. Die werden sofort angreifen. Wer denn?
Jetzt bin ich rausgeritten aus dem Gebiet. Ah, guck mal hier, da. Hier haben wir eine Markierung. Kann ich hier noch untersuchen? Sind das Pfeile, die in eine Richtung? Dann reiten wir da weiter, oder? In die Richtung? Was ist denn das hier? Nochmal Pflanzen, okay. Sehen wir von Weitem immer so groß aus. Da haben wir die nächste Markierung für die Zuflucht. Hier. Also gehe ich mal weiter in die Richtung. Ich deute das einfach mal als Pfeil. Dieses Schriftzeichen. So, hier lang. Hier ist der nächste Karren. Da hoch. Da könnte das sein. Da sind auf jeden Fall Zwergenstatuen. Die andere Zuflucht war auch mit solchen fetten Statuen am Eingang verziert. Das sind ja keine Statuen. Das sind Steine einfach. Toll. Alles noch wieder Gold. Ah, hier ist das nächste Zeichen. Dann gehen wir da lang. Was ist denn das da für ein cooler Torbogen? Hier das nächste. Hä? Zeigt das jetzt nicht wieder in die Richtung? Ach, dann ist es hier unten. Hier sind auch, hier ist auch die Quest jetzt angezeigt. Darunter geht's. Ich gucke noch mal kurz da oben. Macht auch Geräusche da vorne. Ah, guck mal, hier auch ein Zeichen. Das weist den Weg zu einer Zwergenzuflucht. Blitzmerker. Ist da was? Da steht einer. Ist das ein Gegner? Ja. Was macht er da? Hat er hier gebetet? Was ist das hier für ein Fass? Silber einfach nur. Einfach so ein Fass in der Felsspalte drin. Der ist hier voll alleine. Einfach so niemand hier. Vielleicht hat er Ausschau gehalten nach den Zwergen. Dass das ein Späher war, der die Zwerge finden soll. Kann natürlich sein. Soll vielleicht helfen, wenn man von der anderen Seite kommt. Wenn man auf der Suche nach den Zufluchten ist. Zufluchten. Ich glaube, das ist die Mehrzahl von Zuflucht. Das ist mein Eingang. Brauche ich Fackel oder reicht die Helligkeit? Noch mehr Zeit. Die Pfade der Zwerge sind leicht zu erkennen für Eingeweihte. Ja. Hoffen wir, dass hier auch kein jütender Typ hier mit reingekommen ist mit seiner Gestaltenwandlung. Eis. Oder? Smaragd. Nee, das sind Kristalle, das ist kein Eis. Wenn Balder hier wäre, würde er sicher diese Kristalle bestaunen. Mein Junge hat die Unschuld eines Kindes. Ich hoffe, er kann sie sich bewahren nach all dem hier. Diese Zwerge. Ich brauche sie. Auch wenn ich es ungern zugebe. Sei gütig, Harvey. Bescheiden und geduldig. Es sind Kristalle. Du solltest eigentlich nicht daran springen. Ja. Mach doch einfach mal einen Körper nach unten wieder. Warum nicht? Ah, im Wasser was zum Tauchen, ne? So, wo startet denn jetzt die Zuflucht? Wo seid ihr Zwerge? Abenteuerlicher Weg, ey. Huiuiui. Da! Leute, mit denen man reden kann. Hallo Zwerge! Das große Volk der Zwerge. Wie erniedrigend. Sie versuchen zu überleben.
Feuerriesen sind zu stark. Kristallhöhle. Sei gegrüßt. Hallo. Bist du wegen Redas Verträgen hier? Ah, die gehört zu Reda. Alles klar. Eine von seinen Leuten. Nein, bin ich nicht. Komm gern öfter vorbei. Zurück in meine Lieblingsschenke in Ulda versetzen. Was ist das für ein Schlangensymbol? Süßer Met, herbes Ale, eingelegte Eiche. Ein Schmied ist es nicht. Ah, Tätowierer. Noch einer. Keine Sorge, diesmal bin ich vorsichtig. Ja, ich denke schon dran. Es war doch nur ganz wenig Blut. Mit wem redest du da? Psst, er kann uns hören. Mit niemandem rede ich, werter Herr. Setz dich doch und ich hole die Nadeln und Klingen. Hast du einen neuen Entwurf für mich? Allerdings habe ich. Hörst du etwas Stimmen? Du sprachst von Stimmen, wo keine zu hören sind. Bist du etwas wirr im Kopf? Stimmen? Als ob Kristalle reden könnten. Und dann auch noch mit mir. Du bist selbst wirr, dass du so etwas vermutest. Ich sagte nichts von Kristallen. Ha, weil sie mit dir auch nicht reden. Du bist nicht besonders. Du musst schon ziemlich lange hier unten sein. Das glaube ich auch. Hat aber noch eine schöne Schweinehaut, um zu üben. Zeigst du mir deine Waren? So, dann haben wir jetzt hier eben ja die neue Kopftätowierung gefunden. Okay. Ein Zeichen auf der Stirn und eins am Hals. Vielleicht wäre noch hier was an der Seite, sehe ich aber nicht wegen der Frisur. Naja, ist nicht so meins. Bin ja mit meiner Tätowierung immer noch sehr zufrieden. Hat er hier neue Frisur? Nö. Alles, was man kennt. Auch die komischen Eiszapfen hier vom Fest. Sieht dämlich aus. Richtig dämlich. So, die gleiche Frisur, die ich jetzt habe, nur mit Knochenschmuck. Die finde ich auch immer noch stylisch hier vom Irland-DLC. Sonst noch etwas? Im Moment nicht, danke. Vielleicht finde ich Vielleicht sollte ich lieber woanders hin. Vielleicht finde ich die andere Frisur ja noch, die aus dem Trailer. Oh, ein Ase! Du liebes Bisschen! Dir ist doch niemand gefolgt, oder? Mir folgen Lieder über meine Taten. Keine Feinde. Gut, wenn du meinst. Nur wenige wissen um diesen Ort. Nicht einmal die anderen Zwerge kennen ihn. So soll es auch bleiben. Javi ist immer so anders als Eivor von der Art, wie er mit Leuten redet. Okay, du willst nicht entdeckt werden, oder? Die wollen hier alle nicht entdeckt werden. Das ist eine geheime Zuflucht. Geheimhaltung ist euch hier noch wichtiger als allen anderen, scheint es. Aber sicher, der Ort hier war gerade frisch entdeckt, als wir angegriffen wurden. Wir, die in der Nähe waren, wurden schnell hineingescheucht. Jetzt dürfen wir nicht auffallen. Fremde, die hier ein- und ausgehen und uns wer weiß wen anschleppen, brauchen wir sicher nicht. Ich bin kein Freund von Feuer- oder Eisriesen. Schön zu hören. Auf, dass es auch so bleibe. Ja, echt mal. Zeig mir deine Waren. Oh, der Titan. Auch immer nur 5, ey. Immer nur so wenig. Kannst du halt nicht auf Vorrat kaufen. Ein paar Runen. Da. Nichts Neues. Sonst noch was? Nö. Sag schon. Die haben immer einen Ton drauf. Genug davon. So, da haben Bitte, wir... Geh doch endlich. Geh doch endlich, ja. Javi ist nicht willkommen. Opal. Der kommt mir bekannt vor. Kein Wunder, dass ich nicht willkommen bin, wenn ich den Leuten die Opale hier vom Spieltisch klaue. Ich kenne dich, ganz sicher. So, hier haben wir einen der macht Steine. Oder Gravuren. Ah, jemand von anderswo. Sag mir, Fremder, hast du Berge von Zwergenleichen gesehen? Feuerriesen, die morden und Dörfer vernichten? Nun, es gab da schon... Dachte ich's mir doch. Dieser Einmarsch ist eine Erfindung unserer feinen Herren, die sich daran bereichern wollen. Der Spieß lässt sich auch umdrehen. Viele Edelsteine sind unbewacht, während wir uns verstecken. Bring sie mir und ich werde dich reich entlohnen. Er glaubt nicht an den Einmarsch der Feuerriesen? Ist das ein Querdenker-Zwerg? Zwergen-Edelsteine geben. 2. Okay.
Kann ich nicht. Ich brauche zwei. Ich habe keine zwei. Du denkst, der Einmarsch wäre eine Lüge? Du denkst, hier wäre niemand einmarschiert. Das Stichwort heißt Herrschaft, junger Ase. Kontrolle. Wenn du kein Hirte bist, bist du ein Schaf. Aber du könntest doch einfach rausgehen und nachsehen. Nicht nötig. Es ist bereits alles glasklar. Sag mir nicht, du glaubst diese Lügen auch. Die Feuerriesen, die ich erlegt habe, waren echt. Und ich habe unzählige Zwergenleichen gesehen. Oh nein, du bist einer von denen, was? Erspar mir deine Märchen, Schlangenzunge. Die Wahrheit lässt sich nicht leugnen. Boah, jetzt gibt's hier auch im Spiel solche Idioten, ey. Will man einmal sich ablenken durch Videospiele und hier kommen hier solche Idioten ins Spiel. Blöder Zwergenmurin, wenn ich dich nochmal sehe, gibt's eine Kopfnuss. Ich werde sehen, was ich für dich finde. Ist dich jemand gefolgt? Eine Wikinger-Kopfnuss. So. Seid nicht so wie Murin. Was macht der denn hier? Der war gerade im Holz verschwunden. Okay, da haben wir den Schmied. Reicht noch nicht. Ich habe ja nichts Neues gefunden, ne? Aber er hat... Oder er ist eine Schmiedin. Also haben die ja immer was Neues zu erzählen. Ist das nicht Tavi? Schönen guten Tag. Moin. Möge das Glück dir hold sein, wie es auch mir hold war. Du bist gut aufgelegt in Anbetracht der Notlage deines Volkes. Eine Tragödie, ja. Aber im Leben muss man immer nach dem Hoffnungsschimmer suchen. Ich bin glücklicher denn je zuvor. Okay, erzähl mir deine Geschichte. Eine nette Geschichte könnte ich vertragen. Man hört gerade sonst nur Schlechtes. Ich bin Schmiedin. Mindestens so gut wie jeder Mann. Aber das kannst du denen ja mal versuchen klarzumachen. Wenn du keinen Bart hast, hast du keine Kundschaft. Das Geschäft lief schlecht. Niemand wollte mich beauftragen. Diese Trottel dachten, eine Frau könnte keinen Hammer schwingen. Dann kam der Angriff. Wir entkamen in diese Zuflucht. Jetzt bin ich die einzige Schmiedin hier und plötzlich mangelt es nicht mehr an Kundschaft. Robuste Rüstung, kernige Klingen. Esja, die Schmiedin, wird nun endlich geschätzt. Schade, dass so viele sterben mussten, damit sie das erkannten. Ja, schade. Die Leute wissen halt immer erst zu spät, was gute Handwerkskunst ist. Egal von welchem Geschlecht. So, okay. Auch sie hier als Zwergendame hat es schwer bei den Schmieden, das von Männern dominiert wird. Vielleicht sollte sie sich ein Bart kaufen. Oder besser nicht. Lieber so sein, wie man ist. Und die anderen Leute haben das gefälligst zu akzeptieren. Verbessere den Dingsreif, Waren ansehen. Achso, hier kann ich hier wieder nur verbessern, Aussehen ändern. Brauchst du noch etwas? Nö. So, der Rabe hatte ähnliche Fähigkeiten auch wie hier das. Ich kann die Dauer verändern, aber ich hätte gern das hier. Es ist nämlich der Meuchelrabe. Während die Kraft des Raben aktiv ist, kannst du mit R1 ein Luftattentat ausüben. Also einfach über die Gegner rüberfliegen, zack, Luftattentat, runterstürmen, Gegner tot. Das wäre cool. Leb wohl. Ja, und setz dich durch gegen die Männer. Du hast es verdient. Lass die mal für dich arbeiten. Das ist der Erhabene. Ist das der hier gewesen? Was suchst du hier? Nee, aber es ist noch eine andere Dame hier. Wer ist da? Ich bin es, der Herr Asgards. Du bist fern deiner Heimat. Oder fallen die Äsien nun auch hier ein, Kerkermeister Ivaldis? Ha! Ivaldi verdankt mir seine Freiheit. Wo ist er? Ich will ihn sprechen. Ha, nur zu. Ich vermute, du kennst den Weg nach Helheim. Er ist was? Er ist tot? Wie? Wie schon? Oder braucht es beide Augen, um die Feuerriesen hier überall zu sehen? Das war unangebracht. Ich... Komm mit mir. Ivaldi ist tot. Ich bin Gunnbjörg und führe diese Zuflucht. Oder was davon übrig ist, nun da Ivaldi fort ist. Er wollte Kontakt zu anderen Zufluchtsstätten aufnehmen. Es gab einen Hinterhalt. Glotskrieger. Und noch etwas. Etwas Schlimmeres. Ein Wesen aus Feuer und Wut. Es verschlang Ivaldi mit Haut und Haaren. Das wurde zweifellos in Surts Kerkern gezüchtet. Vielleicht mit Lokis Hilfe, bevor ich ihn einsperren konnte. Du und deine Gefangenen.
Jedenfalls fiel Uldar bald nach Ivaldi. Unsere Minen und die Arbeiter dort, alle Überlebenden, dienen nun Glot. Soll mir dieser Name irgendetwas sagen? Glot ist Zurts Bastard. Halb Feuer, halb Eisriese. Ein albtraumhaftes Wesen, das einen Zwerg entzweireißen kann. Sein Sohn. Okay. Ein furchtbares Ende. Ein furchtbares Ende. Egal, ob man Krieger ist oder nicht. Ich sah es mit eigenen Augen. Es hält mich des Nachts wach. Und doch hat Glot die Deinen nicht einfach ermordet. Er braucht Minenarbeiter. Wozu? Die Eindringlinge verzehren sich nach tief vergrabenen Geheimnissen. Uralte Relikte. Die Feuerriesen halten sie für wichtig. Und woher weißt du das? Es reicht, Harvey. Wir haben genug gelitten. Muss ich nun auch noch all deine Fragen erdulden? Hilf mir mit deinem Wissen und ich werde einen Schlag gegen Glot und all seine Feuerriesen ausführen. In Uldar hatten wir jemanden, der für uns die Ohren offen hielt. Den Minenarbeiter Frithjof. Seit Tagen haben wir nichts von ihm gehört, was nicht seine Art ist. Vermutlich ist er tot. Alles, was Muspels Volk haben will, muss mein sein. Wo wurde Frithjof zuletzt gesehen? Vielleicht kann ich ihn finden. In Uldar gibt es ein Haus, dessen Besitzer vor langem von Feuerriesen getötet wurden. Dort tauschten wir immer Nachrichten aus. Dieses Haus. Wo finde ich es? Es ist das höchste im Schmuckmacherbezirk, beim Südtor der Stadt. Halte einfach nach Gold auf den Straßen Ausschau. Du siehst es schon. Frithjof könnte der Schlüssel zu den Relikten sein, die Surt sucht. Ich muss ihn finden. Tu, was du tun musst, Herr Asgard. Ich habe zu viele eigene Bürden, als mich um deine zu sorgen. Das glaube ich gern. Okay, gut, dass ich erstmal hier in der Zuflucht war. Weil wir jetzt sowieso nach Uldar müssen, in die Stadt. Ein weiteres Artefakt ist da noch zu sehen. Leider kein Reithändler hier. Habe ich mit dir schon geredet? Ach ja, das ist die gleiche. Aber hier ist nichts mehr. Okay. Da hat sich die Quest auch geendet. Finde das Haus, in dem Nachrichten ausgetauscht werden. Es ist das höchste Haus im Schmuckmacherbezirk. Der Bezirk liegt bei Uldars Südtor. Laut Gunnbjörg sollte man auf der Straße nach Gold suchen. Hier liegt ja überall Gold rum. Okay, mache ich mich mal auf den Weg hier raus dann in der nächsten Episode und dann suchen wir das Ganze. Danke fürs Einschalten in der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Macht's gut. Ciao.